Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, meine Lieben, wie ihr seht, ein Try-on-Haul. Ja, ich habe auch schon mein erstes Outfit an. Das ist ein super spontanes Video, weil bei mir ist alles gerade voll durcheinander. Ich habe so viel zu tun, so viel zu erledigen gerade. Ich bin jetzt vor zwei Tagen eigentlich, nein, gestern Nacht, aus dem Urlaub gekommen, aus Nizza. Und jetzt geht's morgen mit Niklas, also mit meinem Freund, nach Kreta für 6 Tage. Und ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, ich muss hier zu Hause so voll viel erledigen. Auf jeden Fall wollte ich euch die Teile noch vor dem Urlaub zeigen, weil ich die nämlich auch mitnehmen werde und mitnehmen wollte. Und ich habe gedacht, dann wisst ihr auch oder eben, woher die Sachen sind. Ich erzähle euch ein bisschen was drüber. Ich habe echt sehr viele Sachen davon, deswegen, aber ich mache das Video ganz kurz und wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, dann starten wir mal, würde ich sagen. Also es ist auch ziemlich kreuz und quer. Also ich habe Sportklamotten, ich habe eben hier einfach nur so zum Chillen so ein Outfit, so ein Zweiteiler. Ach, ich liebe Zweiteiler. Kleider natürlich, deswegen Pulli, alles drum und dran. Also wünsche ich euch ganz viel Spaß hier mit dem Video. Outfit number 2. Ja, super schönes Kleid, was soll man sagen. Man kann das mit verschiedenen Schuhen kombinieren, deswegen bin ich hier gerade so Chaps. Weil ich habe einmal hier einen Absatzschuh an, also sieht, glaube ich, auch voll schön aus, wenn man zum Essen geht oder so. Oder ganz lässig für den Tag mit Sneakers. Ja, und das Kleid hier ist Größe M. Finde ich richtig gut. Ich liebe so luftige Kleider. Sieht super schön aus. Ja, next one. Ich muss kurz einen kurzen Zwischenschnitt machen, weil hier das alles liegt neben dem Video gerade. Und meine kleine Maus möchte unbedingt dabei sein. Die wälzt sich hier schon die ganze Zeit und versucht, sich aufmerksam zu machen. Ja, du darfst in mein Video. So süß, die legt sich echt immer so in Koffer, in meine Schubladen, bei meinen Socken rein. Das sind so ihre Lieblingsorte. Am besten immer da, wo Andrea gerade ist. Gell, Maus? Bist jetzt dabei beim Video? Ja. Next one, ein Sport-Zweiteiler. Ich sag euch, der sitzt perfekt. Ist Größe M. Ich finde den super schön. Also, ich mag ja so Zweiteiler für den Sommer. Der Hammer, wirklich. Er ist oben, hat er so eine Bewegungsfreiheit. Also, ist echt ein richtig geiler Sportanzug. Gefällt mir wirklich richtig gut. Also, ich bin echt richtig happy. Den habe ich mir in Größe M bestellt. Und ich glaube, der ist auch perfekt so. Also, eben, der ist super dehnbar. Richtig angenehmer, weicher Stoff. Ja. So, das hier ist das nächste Kleid. Ist auch Größe M. Ja, was sagt ihr dazu? Ich finde es richtig schön. Also so Muster und so. Passt auch perfekt zu Griechenland. Ich freue mich übrigens auch voll. Ihr wisst es eigentlich noch gar nicht, dass ich morgen gehe. ich freue mich voll, weil es ist einfach das zweite Mal in Griechenland. Ja, und ich finde es auch voll cool, dass ich gerade wieder so viel reisen kann oder so viel eben sehen kann und so. Und ich freue mich auch extrem, dass ich jetzt dieses Jahr auch die Chance hatte, wirklich mit meiner Mama, mit meiner Schwester und jetzt mit meinem Freund noch in Urlaub zu gehen. Und irgendwie bin ich gerade wirklich wunschlos glücklich. Dieses Kleid ist es nämlich etwas kürzer hier bei mir. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wählt die größere Größe, die ihr besitzt. Weil ich glaube, in S wäre das Kleid mir nämlich zu kurz gewesen. Tada! Das hier ist das gleiche Kleid wie zwei davor. Ja, super luftig, so angenehm wirklich. Also ich finde die echt so schön, die Kleider. Hammer, traumhaft. Gibt gar nicht mehr zu sagen, würde ich sagen. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil der Bestellung und zwar dieses Kleid hier. Oh mein Gott, ich finde es so schön, wirklich. Also das wird safe noch eingepackt. also wirklich, so mit hohen Schuhen und allem, Hammer. Wie geil ist bitte dieses Outfit? Ja, also der Rock ist von mir und das Oberteil eben, das ist von Zaraful. Und ich sag euch, oh mein Gott, das ist so weich. Das hat so weiche Ärmel, also das nehme ich auch safe mit. Das sieht auch so schön aus, vor allem auch das Blau. Das ist ein Traum. Also das Oberteil ist wirklich, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, ob ich das Kleid besser finde oder das. Da
dann habe ich mir noch diesen Pulli hier bestellt. Und der ist wirklich auch so schön. Der ist so weich. Ich finde, man kann den voll gut drüber ziehen. Man kann ihn auch wechseln. Also man kann ihn auch mit dem Knoten hier nach hinten rum anziehen. Auf jeden Fall, man kann ihn mit High-Waist-Sachen kombinieren. Das finde ich halt immer voll cool. Und auch das Beste ist, man sieht halt auch gar nicht den BH. Also der Knoten hier ist wirklich so groß, dass es halt auch den BH verdeckt. Und ja, den Pulli habe ich auch in Größe M. Bitte schreibt mal unbedingt unten rein, welche Outfits euch am besten gefallen und was ihr jetzt am besten findet. Weil ich finde den Pulli halt auch richtig cool. Ich weiß noch gar nicht, warum ich es überhaupt jetzt gekauft habe, aber bei uns ist ja jetzt gerade noch so heiß. Aber ich liebe auch immer so warme Sachen oder für den Abend. Tadadada, das nächste. Und ja, fast das letzte. Also es gibt eben noch zwei Teile. Und ja, was soll ich sagen? Also es ist super hier. Elastischer Stoff, es passt perfekt. Es ist auch gar nicht so, dass es irgendwie so zusammenschnürt. Also es ist total locker. Aber es sitzt halt trotzdem fest. Also es ist halt eben ja so elastischer Stoff hier. Ja, sieht richtig schön aus. Ich habe mir übrigens alle Teile selber ausgesucht. Deswegen finde ich alle irgendwie so cool. Dann das gleiche hier jetzt nochmal in Farbe Weiß. Also ich finde, bei solchen Oberteilen ist halt auch immer voll wichtig, dass die halt nicht rutschen und so. Aber die sitzen jetzt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ja, es war jetzt wirklich ziemlich spontan. Hier ist jetzt alles chaotisch. Ich gehe jetzt auch schnell. Ich gehe jetzt schnell zu meiner Oma noch, die kurz besuchen. Da muss ich wieder nach Hause, da muss ich noch den Rest zusammen fertig räumen. Dann gehen wir später noch schnell zu meiner Mama, weil ich muss meiner Mama noch ein paar Sachen erklären. Und dann ja, geht es morgen früh um 9.15 Uhr. Simba. Schaut mal, wer jetzt am Start ist. Der wollte hier an meinem Koffer kratzen. Du weißt doch, dass wir das nicht dürfen, Simbi. Der läuft meistens immer im ganzen Haus rum und am liebsten ist er zurzeit im Keller. Deswegen ist es eine Seltenheit, dass er uns hier gerade besucht. Ja, genau. Ich muss mit meiner Mama jetzt noch ein paar Sachen erklären wegen meinen Katzen, weil die muss die auf die nächsten Tage aufpassen. Und morgen geht schon unser Flug um 9.15 Uhr morgens nach Kreta. Also wir sind schon um 12 Uhr in Kreta und das ist echt richtig cool. Also ich glaube, das wird echt mega. Ich habe ein paar Bilder gegoogelt. Wir haben auch zwei Apartments direkt am Strand. Also ich glaube, es wird ein richtig schöner Urlaub. Ich freue mich wirklich stark darauf. Und muss jetzt gleich noch den Rest fertig packen. Dann gehen wir eben später noch zu meiner Mama. Und dann müssen wir auch schon schlafen, damit wir morgen fit sind, ne? Mein Baby. Ja. Und danach ist die Andrea erstmal wieder ein bisschen da, gell? Ja. Also dann hoffen wir, dass das Video euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, welche Kleidungsstücke euch am besten gefallen haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben da lasst oder nach oben gebt. Und genau, dann würde ich sagen eben bis zum nächsten Video. Tschüssi. Tschüss, Simba. Sagst du auch Tschüss? Tschüss.